Trotzdem wirst du später einen Honiggolem sprengen. Ich werde doch keinen Honiggolem sprengen. Natürlich wirst du den Honiggolem sprengen. Was machst du mit dem Honiggolem? Lass es! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss kurz Trimax FaceTime. Yo, was geht? Herzlich willkommen zu einem wunderbaren Video. Ich bin heute mit meinem besten Minecraft-Freund, der Wolf von Dürrenschutz. Was geht ab, wenn du mich jetzt killst? Entschuldigung, ich lösche dich. Feuerwehr, 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 Feuerwehr. Hey, wie geht's, Lukas? Super! Das, denke ich, interessiert uns alle sehr. Ich hab dir Blumen mitgebracht! Oh, du kleiner Dreckiger! Ich hasse dich! Leute, wir spielen heute was ganz Besonderes, und zwar eine Runde, wenn ich du wäre, in Craft Attack. Ich habe... Oh, Moment mal. Post von der Sparkbank. Meins. Wenn ich du wäre, lass die Finger davon. Ich habe doch gar nichts gemacht. Gar nichts. Wir spielen eine Runde, wenn ich du wäre, meine Freunde. Und es wird auf jeden Fall insane. Ich habe mir ein paar lustige Aufgaben für Lukas ausgesucht. Es gibt doch ein paar Leute, die am Server online sind, die sich bestimmt darüber freuen, wenn bei denen was kaputt geht. Nein! Doch. Des Weiteren, Lukas, hoffe ich, dass du sämtliche Redstone-Tutorials geguckt hast, weil, wenn ich du wäre, würde ich mir halt eine automatische Tunnelbohrmaschine bauen. Das kommt natürlich dann später... Was denn? Junge, bleib mal realistisch. Keine Ahnung, wie das geht, Mann. Richtig, da hast du ja dann die ganze Nacht für Zeit. Ich nehme an, das passt. Ich würde sagen, meine Freunde, wir fangen an. Und Lukas, das Erste, was ich jetzt an der Stelle einfach mal sagen würde, wenn ich du wäre, gib mir mal bitte ganz kurz deine Brustplatte. Wenn ich du wäre, gib mir deine Brustplatte. Hör auf. Wenn ich du wäre, gib mir deine Brustplatte. Hä? Und dann? Nein, Revi! Revi! Verarscht, Digga, kleiner Prank hier! So was würde ich nicht machen. Okay, Lukas, du bist dran. Ich wollte mal ganz entspannt reinstarten, weißt du? Okay, du bist dran. Weil das Ding ist, du hast mir eine Elytra gegeben, aber keine Feuerwehrraketen. Wenn ich du will, gib mir davon mal bitte 2 Stacks. Klar, ich gehe ganz kurz in meinen Shop und hol mir die. Hä? Ja, ich habe den Raketenshop übernommen. Ist kein Problem für mich. Wunderbar. Lukas, ich habe für dich deine Raketen, ne? So, Lukas, hier, bitteschön. Alter Ehre. Ich würde mal sagen, du siehst hier vorne sicherlich den Totem-Shop, ne? Und ich glaube, dass du das Gold sicherlich gebrauchen kannst, oder? Nein, ey, das kann man nicht machen. Klar kann man das machen. Kann man nicht. Es ist halt übertrieben verboten, hier zu griefen, ne? Hä? Mein Game ist gecrashed. Ich habe eine ganz andere Idee. Ich habe eine viel, viel bessere Idee. Warte mal. Weil wenn ich du wäre, Lukas, würde ich mir ganz kurz ein paar Goldblöcke kaufen. Wofür? Bei Spark im Shop und die beim Honiggolem austauschen. Ja, aber ich habe keine Dias. Wo soll ich die herbekommen? Da musst du wohl arbeiten dafür, Lukas. Ich kann dir ein paar Dias geben, wenn du ein paar Aufgaben für mich machst. Was? Ja, was willst du denn? Was soll ich denn für dich machen? Du musst, Debitor-LP töten. Ja, wahrscheinlich gehe ich jetzt... Ah, Digga, warte mal. Das ist der, der in seiner Levelfarm ist. Der ist das schon seit Tagen. Ich kann den jetzt nicht einfach killen. Guck mal hier, das ist jetzt mein Slime-Shop. Soll ich dir mal zeigen, wie reich ich bin? Aua! Was soll das denn? Welcher Alter war das? Okay, warte, dann habe ich eine andere Aufgabe. Lukas, wenn ich du wäre, bau mal ganz kurz den Boden hier bitte ab. Mach das mal richtig. So, Lukas, dann gebe ich dir jetzt gleich noch vernünftige Blöcke dafür und dann kannst du das hier alles wieder reparieren, ja? Zum nächsten Mal bringst du gefälligst ein paar Dias mit, Junge. Was denn, wenn ich du wäre ohne Diamanten? Ja, ich hab doch nichts in diesem Spiel. Trotzdem wirst du später einen Honiggolem sprengen. Ich werde doch keinen Honiggolem sprengen. Natürlich wirst du den Honiggolem sprengen. Junge, Revi, ich darf auch nicht gebannt werden auf dem Server. Okay, wenn ich du wäre, baust du den Honig. Okay, ich bin dran. Ich hab eine Idee. Revi, wenn ich du wäre, würde ich in den nächsten Tagen einen Tag mein Sklave sein. What the fuck? Nein. Ja, nix, warte, doch. Nein. Und du musst alles machen, was ich will. Aufgabe ist Aufgabe und ich habe sie gestellt und jetzt gehen wir dir auf den Nerv. Ich muss alles machen, was du willst. Alles. Wenn ich sage, spring vom Haus, du bist der Erste, der springt, mein Lieber. Fliegen mal kurz zum Honiggolem. Ich habe gerade ein Stack Obsidian gekauft. Komm mal mit. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich dem Honiggolem einen aggressiv geilen Schnurrbart bauen. Aus Obsidian. Aus Obsidian, klar. Hier, so, bitteschön. Digga, das sieht aus wie ein Mund. Was machst du da? Ja, der wird noch wie ein Schnorris. Was machst du mit dem Honiggolem? Lass es! Hä? Halt's Maul, Mann! Ich muss kurz Trimax FaceTime. Nein, machst du nicht. Ey, hör auf! Du kannst ja dafür eine Wenn-ich-du-wäre-Aufgabe verwenden. Was ist das denn? Das ist ein Schnurrbart. Alter, du bist richtig peinlich. Mach das mal richtig jetzt. Gib dir mal Mühe. Ja, gib mir mal mehr Blöcke, ja. Hier, Digga. Also, sieht wirklich absolut beschissen aus. ehrlich. Du, da habe ich mal eine Frage zum Totem-Shop, da bin ich gerade. Wann hast du eigentlich letztes Mal jemanden gekillt hier in Craft Attack? So einfach random. Das müsste vor ein paar Tagen gewesen sein mit dir, warum? Drück mal Tab, ne? Gamingguides.de. Kenn den selber jetzt noch nicht, aber hat erst 4 Tode, das ist schon... Digga, ich bringe jetzt nicht irgendeinen Random um. Ich weiß ja nicht, wo der ist. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Ja, er wird mir jetzt einfach was geben, wo ich hin muss und dann fahren wir jetzt dahin. Absolut unnötig, Lukas, dass ich jetzt hier unbeteiligt mit reinziehe. Hier finde ich auch persönlich gesagt schade. Ja, weil das sind halt Spieler, die damit nichts zu tun haben. Weißt du, was ich meine? So, die haben halt wirklich mir nichts getan. Warte ganz kurz, wer bin ich? Oh yeah, baby. Bin da. Wo? Shit, über dir. Oh no, Digga. Oh no, Digga. Oh no, no. Der Arme. Der Arme. Oh mein Gott, das kannst du nicht machen. Oh mein Gott, Revi ist so... Oh mein Gott. Oh.
ihn einfach weggeklappt. Oh mein Gott. Hä, warum ist der so lieb zu dir? Das macht gar keinen Sinn. Und jetzt tötest du Gamers Time. Nein, ich töte nicht Gamers Time. Doch, tötest du. Let's Nein. go. Komm, Lukas! Das Ding ist, wenn du Gamers Time attackst, der wird dich töten. Oh, Lukas, weißt du, was Gamers Time gar nicht mag? Da kann ich actually nichts für. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich jetzt für einen Tag in Gamers Times Haus wohnen und, und gleich in den Chat schreiben, dass das jetzt dein Haus ist, weil das steht ja leer. Ey, dann schreibe ich es in den Chat, dann wird er schreiben, nein, ich möchte das nicht. Dann werde ich wahrscheinlich als nächste Aufgabe reinschreiben, doch, ist mir doch jetzt egal. Und dann krieg ich, dann gibt's richtig Beef. Ja, aber ich habe auch gerade einfach einen Spieler umgebracht, also du musst jetzt auch schon deine Aufgabe wahrnehmen, ne? Ist ja klar. Entspannt, Bro. Also es ist wirklich entspannt einfach nur. Ja, ja, ultra entspannt. Schreib's ihm in den Chat, er freut sich auf jeden Fall. Okay, ich schreib erstmal. Mhm. Ich schreibe erstmal. Guck mal, es ist ihm auch scheißegal, er antwortet nicht mal. Es ist ihm egal. Dann zieh ich jetzt einfach da ein, ich meine, wenn es ihn ja nicht juckt. Okay, geh jetzt in das Haus rein, geh jetzt in das Haus rein, komm, schnell. Soll ich einfach da hingehen und anfangen zu bauen? Ja, richtig, genau. Und du darfst natürlich nicht erwähnen, dass es von mir kommt, ne? Warte, hat der ein eigenes Portal im Nether? Ja, bestimmt, hat der, ja. Da kannst du ja dein Gesicht dann schon mal drauf bauen später, ne? Ich mach schon mal meine Schilder dahin. Du hast safe ihm schon irgendwie geschrieben, er soll mich töten oder so. Ich zieh schon direkt alles Richtige an. Komm doch ins Haus. Komm doch ins Haus jetzt einfach. Wo ist dein Portal, Alter? Warte. Hier, und ich halte mich dann gleich einfach raus. Er wartet hier nirgendwo. Stell dir mal ein Bett hin und so, richte dich ein bisschen ein. Vielleicht ja, ich hab doch nichts. Dann gib mir doch was. Nee, du musst dir schon mal ein paar Bilder aufhängen. Vielleicht, warte, ich hol dir mal ein paar Bilder. Bleib mal ruhig hier. Bleib mal ruhig hier. Kannst dir ein paar Bilder aufhängen vielleicht. Nur du holst ich trenne mir hier meinen Bereich mit Erde ab, okay? Ja, ja, wie du meinst, ne? Mach's dir da erstmal bequem. Oh oh. Er schreibt in Chat. Ach ja. Okay. Yo, Kevin, was geht? Was machst du gerade? Du bist gerade in der Honigfarm, ne? Ich? Ja. Ich stehe einfach nur AFK rum. Komm mal kurz vorbei in dein altes Haus. Ich glaube, du hast da ein kleines Problem mit Ungeziefer. Ich habe es jetzt eben nur so gesehen. Warte, darf ich auch mit reinkommen? Ja, ne? Hallo? Ach, ein Wife ist hier, oder wie? Ach so, ja. Hallo? Und der Wife geht dir immer auf den Sack, Revi, oder wie? Nee, also der hat sich jetzt hier einfach, der wohnt jetzt einfach in deinem Haus. Ist doch sau nervig. Ich hab mir hier so ein kleines Zimmer eingerichtet. Ja, wenn das für dich nervig ist, Revi, dann finde ich das gut, dass er hier wohnt. What the fuck? Das... Was das denn? Kann jetzt nicht dein Ernst sein, Kevin. Warum schlachtest du jeden ab, der in dein Haus geht und lässt diesen Schwanz hier einfach drin wohnen? Ja, weil ich weiß, dass er dich ab... Jungs, ich will jetzt mal nicht stören, aber brauch langsam meine Ruhezeit, deswegen... War aber korrekt, dass ihr da wart, ne? Hallo? Kevin, wir spielen, wenn ich du wäre. Ich hab gesagt, wenn ich du wäre, wohnst du jetzt im G-Times Haus. Und du bist damit cool? Ja. Das kann nicht sein, dass der bei wenn ich du wäre mit einem neuen Haus da rausgeht. Das ist nicht in Ordnung. Was soll ich alles sagen, ne? Der hat jetzt ein Haus. Der hatte vorher keins. Ja, vor allen Dingen, der wohnt jetzt direkt neben dir, ne? Alter, irre. Oh mein Gott. Direkt neben dir. Kevin, das kannst du nicht machen. Ich hab gehofft, dass du richtig ausrastend abschlachtest. Digga, ich musste Gaming Guide töten. Ja, wie scheiße. Ich musste den Bann riskieren. Ist halt nur leider nach hinten gegangen. Ist das jetzt sein Haus? Raus aus meinem Haus oder schreibst du? Warte, Gamers Time, ist das jetzt immer noch dein Haus oder ist das jetzt sein Haus? Ja, der Wife ist jetzt mein Mitbewohner, aber der hat hier genauso Stimmrecht. Wenn er sagt, du sollst raus, musst du raus. Jutsu, ich habe hier ein Mietrecht. Verlass das Grundstück. Das kann doch nicht sein, dass der mit einem neuen Haus nach Hause geht, Digga. Einfach deutsche Mr. Beast. What the f***? Ja, Lukas, komm, ich bin dran. Gib mir eine Aufgabe. Ja, chill. Ich muss mir erstmal mein Zimmer einrichten. Ja, ja, klar. Wir haben ja Zeit. Wenn ich du wäre, Revi, bezahl bitte meine Miete. Ich muss Gamers Time in der Woche 20 Dias geben und das wird jetzt gerade wieder fällig. Das stimmt nicht. Doch, das stimmt, oder, Kevin? Digga, ich drehe hier gleich durch. Du hast angefangen. Ich wollte gar nicht. Jetzt musst du mit den Konsequenzen leben, ganz einfach. Digga, das ist einfach nur noch dreist. Hier, Kevin, deine Miete. Geil, danke. Lukas? Ja? Wenn ich du wäre, töte deinen Vermieter. Ich töte jetzt nicht meinen Vermieter. Ich habe ein echt gutes Verhältnis zu dem eigentlich. Ja, Lukas, was machst du jetzt? Ja? War das jetzt eine ernst gemeinte Aufgabe? Ja, schon, oder? Also, ich muss dir auch einen töten. Akani, lass es! So, jetzt kannst du mich töten. What okay, Revi? Ja, nee, du bleibst draußen. Du darfst hier immer noch nicht rein. Du darfst hier immer noch. Du kannst zugucken. Wir müssen jetzt leise sein. Ich muss ja unauffällig machen. Oh mein Gott, schaff ich's! Ja! Geschafft! Digga, das ist einfach nur noch. Das ist einfach nur noch asozial. Das ist einfach nur noch asozial hier. Das ist einfach nur noch asozial! Ja, komm, Lukas, gib mir noch eine Aufgabe. Wieso spielst du so mit? Ja, ist doch der Sinn, oder nicht? Ja, aber du musst doch eigentlich sauer auf den jetzt sein. What the f? Der wohnt in deinem Haus und alles. Ja, finde ich nicht schlimm. Du nimmst mir komplett die Ehre gerade. Was ist das? Wenn ich du wäre, gib schon mal bitte einen Vorschuss für die nächste Miete. Also ich brauche nochmal 20 Dias. Einfach damit ich sie schon mal habe. Weißt du nicht, dass ich in Verzug gerate? Boah, ich habe jetzt einen Stack Dias hier ausgegeben. Lukas? Ja. Du hast ja vielleicht gesehen, dass auf deinem Grundstück auch ein Schild stand, dass du Tobel 50 Euro schuldest, ne? Ja, warte mal ganz kurz. Er hat, by the way, einfach alles abgebaut und hat dann gesagt 50 Euro. Aber ich Lukas, ihn nie beauftragt. Wenn ich du wäre, gibst du Tobel mal jetzt 50 Euro irgendwie zurück, ja? Das ist aber komplett sinnlos.
Ja, richtig. Genau wie dieses ganze Video, Leute. Und damit bin ich an der Stelle doppelt und dreifach raus, meine Freunde. Das war's. Danke, Kevin, fürs Mitspielen. Wirklich eine ganz tolle Nummer hier. Danke. Wirklich saugeil. Einfach saugeil, Kevin. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, Leute, schaut heute Abend mal in den Stream rein. Wenn da ist nämlich Lukas, oder nee, ach, Scheiße, ich bin wahrscheinlich einen Tag Lukas-Sklave, oder? Yes. Ach, Digga, Mann. Ich würde sagen, Leute, das war's. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.